Vor 3000 Jahren tauchen an den Küsten des Mittelmeeres unbekannte Krieger auf. Ihr Vorstoß kommt schnell und unerbittlich. Wo sie anlegen, verbreiten sie Furcht und Schrecken. Blühende Reiche stürzen sie in den Untergang. Nichts kann die Fremden aufhalten. Erst der Hirtenjunge David zwingt den übermächtigen Gegner in die Knie. So zumindest erzählt es die Bibel. Goliath, der Titan aus der Bibel. Seine Vorfahren, die rätselhaften Seevölker, kamen einst über das Meer. Um 1200 vor Christus tauchen sie mit ihren Schiffen plötzlich aus dem Dunkel der Geschichte auf. Unaufhaltsam erobern sie die großen Zentren im vorderen Orient. Die namenlosen Krieger entpuppen sich als Schrecken der späten Bronzezeit. Mit ihrem Erscheinen gehen blühende Städte unter, Großreiche zerfallen. Als Kanaan fällt, nennt die Bibel die Seevölker die schlimmsten Feinde Israels. Ägypten verliert unter ihren Angriffen seine Großmachtstellung. Die Königsstadt Ugarit in Syrien samt ihren Kolonien auf Zypern wird fluchtartig verlassen. Ein ähnliches Schicksal trifft das Reich der Hethiter im Hochland Anatoliens. Die sagenumwobene Stadt Troja geht unter, ebenso wie das stolze Mykene auf der griechischen Peloponnes. Bis zum Beginn der Seevölkerkrise erleben die Staaten rund ums Mittelmeer einen Wirtschaftsboom. Der internationale Seehandel bildet die Grundlage des Aufschwungs. Hochseetaugliche Segelschiffe transportieren bis zu 30 Tonnen Rohstoffe und Fertigprodukte zwischen den Ländern. Die prall gefüllten Laderäume der 15 Meter langen und 5 Meter breiten Schiffe, Schatzkammern einer längst vergangenen Epoche. Die Fracht der Uluburun, 1982 vor der türkischen Westküste aufgespürt, dokumentiert das vielfältige Angebot an luxuriösen Exportgütern. Das Wrack der Uluburun zählt zu den wichtigsten archäologischen Entdeckungen des letzten Jahrhunderts. Es vermittelt uns einzigartige Einsichten in den Handel der späten Bronzezeit. Auf Holztafeln verzeichneten die Kaufleute minutiös jeden einzelnen Artikel und seinen Wert. Straußeneier aus dem fernen Ostafrika gehörten ebenso zum Sortiment wie der seltene Bernstein von den Küstenregionen der Ostsee. Aus den Bergen Persiens, östlich des Tigris, stammt das Zinn, das für den Verkauf zu Barren gegossen wurde. Ein ebenso gefragtes Produkt für die Herstellung von Bronze war Kupfer aus Zypern. Blaue Glasrohlinge und Elfenbein aus Syrien dienten der Fertigung von Schmuck. Töpferwaren aus Kanaan vervollständigten die reichhaltige Palette an Transportgut der Uluburun. Um 1300 vor Christus gleicht die Seefahrt einer Reise ins Ungewisse. Nicht selten gefährdeten schwere Wetter die Sicherheit der Schiffe. Schutzfigürchen begleiteten viele Segler jener Zeit. Doch der Uluburun sollte der Talisman kein Glück bringen. Nach einem Sturm zerschellte der Frachter an der Steilküste im Süden der Türkei und sank auf den Meeresboden. Eine Tragödie mit hohen Verlusten. Für die Unterwasserarchäologen ein sensationeller Fund, ist doch die Uluburun eines der ältesten Wracks der Weltgeschichte und ein Zeugnis des florierenden Handels. Als wir das Wrack sahen, wussten wir, dass es sich um ein Schiff aus dem 14. Jahrhundert vor Christus handeln musste. Dann fanden wir Holzreste vom Schiffskörper, die wir ziemlich genau datieren konnten. Das Felldatum der Baumstämme, aus denen das Schiff gebaut wurde, liegt zwischen 1325 und 1318 vor Christus, plus minus 8 Jahre. Die Konservierung der gut erhaltenen Holzreste erfolgte am Institut für Nautische Archäologie in der türkischen Hafenstadt Bodrum. Ein Laugebad stoppte den Zerfallsprozess. Im Magazin des Museums wurden die einzelnen Teile anschließend zum Trocknen gelagert.
Die Stücke müssen ein spezifisches Sättigungsgewicht erreichen. Erst dann können sie die Experten zu Forschungszwecken weiterverwenden. Die Reste der Planken gestatten nicht nur eine genaue Datierung der Bauzeit. Auch wie die Uluburun aussah, lässt sich mit modernen Methoden ermitteln. Spezielle Computerprogramme ermöglichten die Rekonstruktion der Rumpfmaße. Die virtuelle Wiedergeburt des versunkenen Seglers aus der Bronzezeit. Grundlagenforschung mit Hightech. Im Westen von Istanbul liegt das aktuelle Grabungsfeld von Dr. Kemal Pulak. Vor kurzem holte der Spezialist für vorgeschichtliche und antike Schifffahrt ein byzantinisches Wrack aus dem feuchten Schlick. Vor 25 Jahren leitete er auch die Bergung der Uluburun und übernahm die Auswertung der Funde. Der türkische Wissenschaftler glaubt, vor allem die beiden sichergestellten Schwerter der Begleitoffiziere an Bord des Frachters verraten das Ziel der letzten Reise. Wenn wir die Fundstücke an Bord des Schiffes in Betracht ziehen, die Vielfalt und den Wert der Ladung, dann kommt eigentlich nur ein größerer Hafen von Mykene in Betracht. Wahrscheinlich sogar der Haupthafen Tyrins. Vermutlich sollte die Route von Ägypten über Ugarit, Zypern, die Südtürkei und Kreta zur griechischen Peloponnes führen. Nach Mykene, dem mächtigen Stadtstaat in der Ägäis. Im späten 13. Jahrhundert vor Christus leben die Könige dort in einem gigantischen Palast auf dem hochgelegenen Burgberg. Die dicken Mauern rund um die Anlage, ein notwendiges Bollwerk in Zeiten ständiger Bedrohung von außen. Es gab ein florierendes Handelsnetzwerk in der damals bekannten Welt. Die Drehscheibe für Rohstoffe und Handwerksgüter war das Mittelmeer. Am Ende der Bronzezeit kommt es aber zum Zusammenbruch der Zivilisationen. Und das östliche Mittelmeer wird in ein Chaos gestürzt, von dem es sich erst nach Jahrhunderten wieder erholte. Die Ursache für den plötzlichen Niedergang der Mittelmeerregion gehörte lange zu den großen Rätseln des Altertums. Die Auswirkungen hingegen stehen in den Geschichtsbüchern. Völker machen sich auf den Weg in eine neue Heimat. Reiche und Reichtümer werden aufgegeben. Friedliche Seefahrer wandeln sich zu Piraten und geschäftstüchtige Händler schlüpfen in die Rolle von Eroberern. Die Spur der Zerstörung führt auch an die Küste Kleinasiens, zu den einst trutzigen Mauern von Troja. Vom Ruhm der legendären Handelsstadt erzählt der Dichter Homer in seinem Epos der Ilias. 10 Jahre lang standen die Griechen vor den hohen Toren, bis eine List den Untergang der Metropole besiegelte. Seine Verse begründeten den Mythos vom Trojanischen Krieg, den angeblich die Götter entschieden. Erst Heinrich Schliemann suchte nach archäologischen Fakten. Die Bedeutung Trojas in unseren Augen liegt auch darin begründet, dass Troja in der Ilias, der ältesten europäischen Dichtung, genannt wird. Also sogar der Schauplatz einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den, was wir heute Griechen nennen, den Achäern und den Trojanern. Doch bis heute gibt es für Homers Szenario keine Beweise. Inzwischen ziehen die Forscher eine zweite Theorie in Betracht. Nämlich, dass die Seevölker bei ihrer Fahrt ins Ungewisse den Ort niedermachten. Grabungsschnitte auf dem Burgberg von Troja geben die dramatische Vergangenheit der Stadt preis. In 7 Metern Tiefe stießen die Archäologen auf Hinweise, die kriegerische Auseinandersetzungen in der Zeit um 1180 vor Christus bestätigen. Ende des 13. Jahrhunderts beobachten wir einen Niedergang der Hochkultur in Troja. Wir beobachten mehrere Brandhorizonte, Zerstörungserscheinungen, aber auch davor offenbar verstärkte Bemühungen um Befestigungen. Es handelt sich offenbar um eine kriegerische Zeit. Wir können allerdings die Gegner nicht genau identifizieren. Wie Homer in seinem Heldenbericht erzählt, entscheiden zwei Kämpfe die wichtigen Etappen des Krieges. Eine Taktik, die auch die mysteriösen Eroberer bei Angriffen praktiziert haben sollen. Das Duell zweier Männer entscheidet eine ganze Schlacht.
Das Vorkämpferduell ist tatsächlich eine Kampfform, die wir in mehreren Stellen in der griechischen Bronzezeit belegt haben. Es scheint also eine Auseinandersetzung zu sein, kräftesparende, menschensparende Auseinandersetzung zwischen kriegerischen Parteien. Seit Jahrzehnten arbeiten Generationen von Ausgräbern an der Rekonstruktion der imposanten Stadtanlage von etwa 1200 vor Christus. Die weitläufige Burg mit Palast und Tempelbauten umgab eine massive Ringmauer mit Wachtürmen. Dort residierte der König mit seinem Hofstaat. Im Osten erstreckte sich die Unterstadt mit Handwerksbetrieben, Läden und Wohnhäusern. Entlang des Siedlungshügels verlief der Fluss Skamander. An seiner Mündung lag ein natürlicher Hafen, Vorteile, die Troja zum Angriffsziel erster Ordnung machten. Vorstellbar also, dass die Seekrieger die reiche Festung an sich reißen wollten. Eine Spekulation. Fest steht nur, mit ihren schnellen Schiffen steuern die Glücksritter immer neue Ziele in der Ägäis an. Wie aus dem Nichts schlagen sie zu und verschwinden wieder. Ihre Raubzüge fallen in eine Zeit, als die Reiche ständig gegeneinander zu Felde zogen und innere Machtkämpfe die Dynastien schwächten. Der nächste Tatort heißt Zypern. Der Partner der syrischen Königsstadt Ugarit erspäht Seevölkerschiffe. Sofort schicken die Verbündeten eine Keilschrifttafel zur Residenz auf dem Festland. Sie enthält eine Warnung. 20 Schiffe und 1000 Krieger nähern sich. Die Nachricht erreicht den Herrscher rechtzeitig. Doch den Untergang von Ugarit verhindert sie nicht. In den Gewässern zwischen Mykene und Troja nahm das Unheil seinen Anfang. Dann richteten die Piraten ihren Vorstoß nach Osten. Systematisch zerstörten sie ein Zentrum nach dem anderen. Die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Dort leitet Professor Manfred Dietrich das Institut für Ugarit-Forschung. In seinem Archiv lagern Hunderte von Tontafeln, die bei Ausgrabungen in der alten Königsresidenz zutage kamen. Wertvolle Quellen mit detaillierten Angaben über den Alltag damals. Das Highlight aber ist eine Art Augenzeugenbericht, der eine Datierung des Untergangs ermöglicht. Bi Sisi Yumi Hadasi Shapshu Sararuha Rashpu Kabadami Tabakiruna Sakani. Vom Himmel über Ugarit droht Gefahr. Der Mond schiebt sich vor die lebensspendende Sonne. Ein Omen. Die Tatsache, dass hier auf eine Sonnenfinsternis angespielt wird, hat natürlich sofort dazu Anlass gegeben, nachzudenken, wann die wohl stattgefunden haben könnte. Und da half nur eins, der Weg zu den Astronomen. Im Planetarium von Münster startet Professor Dietrich ein außergewöhnliches Experiment. Er will den genauen Zeitpunkt des Naturschauspiels ermitteln lassen, das vor mehr als 3000 Jahren das Firmament verdunkelte. Der erste Schritt, die Eingabe der geografischen Koordinaten von Ugarit. Um 1200 vor Christus kommt für die Region nur eine Sonnenfinsternis in Betracht, die vom 21. Januar 1192. Die Zeitreise beginnt und liefert prompt das Ergebnis. Und tatsächlich, am Morgen des 21. Januar 1192 vor Christus verdüstert sich über den Zinnen der Stadt allmählich der Himmel. Für die Menschen heute ein erklärbares Ereignis. Damals aber verhieß es den Bewohnern von Ugarit schreckliches Unheil. Sofort ließen die Einheimischen das Orakel befragen, denn sie fürchteten, die Götter seien ihnen ungnädig und schickten Tod und Verderben über das Land. Ein Schreiber notierte den Befund der Priester. Angst lag über der Stadt.
man hat den Eindruck, dass der Schreiber hier also schnell und zittrig geschrieben hat. Man hat also die Sonnenfinsternis beobachtet und dann die Lebern gefragt, ob hier eine Gefahr mit verbunden ist. Da das der Fall war, haben die Priester diese Ergebnisse hingeschrieben und die Tafel sofort in Richtung Palast bringen lassen. Doch der Bote mit dem Ergebnis des Orakels kommt nicht zum Ziel. Niemand kümmert sich um den Jungen, der seinem König die schlechte Nachricht im Namen der Priester überbringen will. Der Bote wurde dabei vollkommen überrascht und in die Panikwelle hineingezogen. Vermutlich gelingt es ihm nicht, sich durch das dichte Gedränge bis zur Audienzhalle des Regenten durchzuschlagen. Irgendwo auf dem Weg dorthin muss es passiert sein. Dass er dabei die Tontafel verloren haben könnte, liegt auf der Hand. Die letzten Tage von Ugarit dokumentieren zwei Keilschrifttafeln. Ein wesentlicher Mosaikstein für die Erforschung der Angreifer vom Meer. Die Seevölkergruppen, die standen sicherlich zu dieser Zeit auch vor den Toren Ugarits. Aber sie haben keinen Fuß in die Stadt bekommen, bis zu diesem Moment, an dem die Sonnenfinsternis geschah. So verbinden wir eine ganz allgemeine politische Situation eigentlich mit einem Naturereignis, was möglicherweise zu dem Untergang der Stadt geführt hat. Von da an, so vermuten Forscher, setzt sich eine Invasionswelle in Bewegung. Immer mehr Männer, Frauen und Kinder verlassen ihre Heimat. Über Jahrzehnte kommt es zu einer massiven Völkerwanderung. Dazu gehören auch die Vorfahren Goliaths. Nach dem Fall von Ugarit ziehen die Auswanderer zu Wasser und zu Lande weiter in Richtung Süden. Lange rätselten Historiker, warum das bunt gemischte Volk nicht sesshaft wurde. Eine Antwort liefern Naturwissenschaftler. Das Tote Meer. Für Geologen ein wertvolles Klimaarchiv, das helfen könnte, das Geheimnis der Seevölker zu lüften. Es macht Sinn, die Sedimente am Toten Meer für die historische Klimaforschung zu nutzen. Einerseits, weil es keinen natürlichen Abfluss hat, andererseits, weil es über ein großes Einzugsgebiet mit Wasser gespeist wird, wie kein anderes Gewässer im Nahen Osten. Wasserstand und chemische Ablagerungen reagieren äußerst sensibel auf Veränderungen im Zuflusssystem oder auf Regen. Die rote Linie im Fels markiert den Wasserstand von 1913. Heute, knapp 100 Jahre später, ist das Tote Meer von dort aus kaum noch zu sehen. Ein schockierender Beleg dafür, wie empfindlich der Salzsee auf Klimaschwankungen reagiert. Das Fahrzeug des Geologischen Instituts von Israel bewegt sich auf Schotterpisten, die noch vor wenigen Jahren Meeresboden bildeten. Aus dem einzigen Zufluss, dem Jordan, entnehmen die Anrainerstaaten vermehrt Wasser für die Landwirtschaft. Dazu kommt die extreme Verdunstung am tiefsten Punkt der Erde, fast 400 Meter unter dem Meeresspiegel. So sinkt der Wasserstand seit den 1980er Jahren um etwa einen Meter pro Jahr. Eine ökologische Katastrophe. Für die Geologen jedoch eine Chance. An den Ablagerungen können sie Klimadaten der Vergangenheit ablesen. Wir brauchen geeignete Stellen, um die Ablagerungen identifizieren zu können. Der sinkende Wasserspiegel des Toten Meeres verschafft uns jetzt neue Möglichkeiten, die passenden Sedimente für die Datierung und die Ermittlung des Wasserstands zu finden. 200 Meter von der Uferlinie entfernt wird das Team fündig. Die Auswaschungen des letzten Frühjahrs haben eine steile Abbruchkante freigelegt. Dort suchen die Geologen nach Sedimentschichten aus der Seevölkerzeit. In 4 Metern Tiefe stoßen die Experten auf die Schichten, die in der späten Bronzezeit um 1200 vor Christus entstanden. Sorgfältig stechen die Männer eine sogenannte Sedimentsäule aus. Dann bringen sie die Probe auf das Maß der Kunststoffschablone,
in der das Muster transportiert werden soll. Eine diffizile Arbeit, da der 50 cm lange Kern nicht zerbrechen darf. Schließlich heben ihn die Geologen in einem Stück vorsichtig aus der Wand heraus. Markierungspfeile zeigen die Entnahmerichtung an. Das Erdreich enthält wertvolle Klimainformationen für einen Zeitraum von etwa einem halben Jahrhundert. Die luftdichte Verpackung schützt das Material vor Austrocknung oder Beschädigung. Der Job am Toten Meer ist getan. Die Ausbeute? Ein Klumpen Erde, der mehr verrät als jede Keramikscherbe. Für die umfassende Analyse reist der Bohrkern in ein Labor nach Deutschland. Dort kommt die Sedimentprobe nach wenigen Tagen im Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Bonn sicher an. Klimaforschung auf der Basis von Pollenanalysen. Ein Verfahren, das Aussagen über die Entwicklung und das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten zulässt. Die mikroskopisch kleinen Pollen sitzen in den erdigen Schichten des Meeresbodens. In der chemischen Aufbereitung werden die Proben so lange gereinigt, bis nur noch die eingeschlossenen Pollen übrig sind. Von den fingerhutgroßen Sedimentstücken bleibt am Ende nur noch die Menge eines Tropfens. Und der kommt unter das Mikroskop. Der Spezialist nimmt sich die winzig kleinen Partikel vor. Jetzt heißt es zählen und bestimmen. Zuerst identifiziert er den Olivenbaumpollen, ein Indiz für feuchtes Klima. Die Achillea fragrantissima, eine Schafgarbenart hingegen, bevorzugt eine trockene Umgebung. Die Frühjahrsblüte setzt die Pollen frei und der Wind trägt sie überall hin, auch über das Meer. Mit anderen Schwebeteilchen sinken sie auf den Grund und setzen sich dort ab. Weißer Verdunstungskalk, der in den heißen Sommermonaten entsteht, schließt die Jahreslage ab. Eine Chronik des Klimas. Über die Pollenanalyse können wir sehr gut zum Beispiel über statistische Verfahren Niederschlagsveränderungen auch rekonstruieren. Das heißt nicht nur qualitativ, dass es feuchter oder trockener gewesen ist, sondern auch quantitativ, dass wir auch über ganz konkrete Werte die Amplituden der Niederschlagsveränderungen rekonstruieren. So erhalten die Paläobotaniker Daten über die letzten 10.000 Jahre am Toten Meer. Die grün-blauen Farbschattierungen bedeuten regenreiche Phasen. Trockenperioden werden in gelb-roten Schattierungen wiedergegeben. Je heißer das Klima, desto intensiver der Farbton. Die Niederschlagsrekonstruktionen, die wir durchgeführt haben, über die letzten 10.000 Jahre hinweg, lassen zwei dramatische Trockenphasen erkennen. Und interessanterweise ist eine dieser Trockenphasen genau mit der Seevölkerbewegung, das heißt 1200 vor Christi Geburt, auch zu verbinden. Eine anhaltende Dürre trieb also die Seevölker immer weiter nach Süden. Offenbar die Konsequenz einer drastischen Klimaveränderung, die den gesamten östlichen Mittelmeerraum erfasste. Forscher gehen davon aus, dass die Auswirkung des Wetters vielleicht sogar die Heimat der Fremdlinge irgendwo weiter nördlich lebensfeindlich machte. Das könnte erklären, warum sie plötzlich aus der Ägäis weg wollten. Denn die Vagabunden des Altertums suchten nach einem geeigneten Siedlungsplatz. Und das auch mit Gewalt. Ägyptische Spione, so die Quellen, erspähen den Zug der Entwurzelten, als er sich über Land und Meer dem Reich der Pharaonen nähert. Die Kunde vom Vormarsch der Flüchtlinge zwingt den Machthaber zum Handeln. Er will sie an der Mündung des Nil abfangen. Als verlässliche Kornkammer rühmen Geschichtsschreiber von alters her die Uferregion des Stromes. Auf den riesigen Feldern gedeihen auch Obst und Gemüse. Ein Schlaraffenland, das Begehrlichkeiten weckt. Die Lebensader Ägyptens sorgt mit ihrer jährlichen Überschwemmung für ausreichend Wasser. Im 12. Jahrhundert vor Christus jedenfalls bleiben die Einheimischen von Dürre und Missernten verschont. Unter der Regentschaft von Ramses III. Leben die Untertanen in Frieden und Wohlstand. Die mächtigen Mauern von Medinet Habu, seinem Totentempel,
zeugen noch heute von den herausragenden Leistungen des Herrschers. Im 8. Jahr als Staatsoberhaupt stellt er sich der drohenden Invasion durch die Seevölker. Der Pharao mobilisiert eine gewaltige Armee, um die Grenzen zu verteidigen. Den Ablauf der Kämpfe schildern die Wandreliefs in vielen Details. Ramses bringt seine Truppen im Nildelta in Stellung. Die Fremdländer geraten in einen Hinterhalt. Selbst Frauen und Kinder im Tross werden in die Kampfhandlungen verwickelt. Auch von See her greifen die Ägypter an. Ein Überraschungscoup mit durchschlagendem Erfolg. Bald sind die Schiffe der Eindringlinge manövrierunfähig. Viele Krieger tot oder verletzt. Die Überlebenden geraten in Gefangenschaft. Die Schlacht im Jahr 1177 vor Christus, ein historisches Großereignis und die erste Niederlage der Seevölker. Niemand hielt ihren Waffen stand, doch hier wurden alle vernichtet und verschwanden, als ob es sie nie gegeben hätte, schreibt der strahlende Sieger Ramses. Der Triumph über den Feind? Womöglich nur politische Floskeln, denn der Blick hinter die Fassade offenbart eine weniger geschönte Wahrheit. Unter einem Sarkophag, unweit von Medinet Habu, taucht 1855 ein aufschlussreiches Dokument auf. Im Papyrus Harris legt Ramses III. Vor den Göttern Rechenschaft ab. Der Text berichtet auch über die Ereignisse im 8. Regierungsjahr. Jene, die vom Meer kamen, wurden nach Kanaan geführt. Ich versah sie jedes Jahr mit Kleidung und Proviant aus den Schatz- und Getreidespeichern. Mit anderen Worten, Ramses III. Rottet die kampferprobten Seevölker nicht aus, sondern überlässt ihnen ein Siedlungsgebiet in Kanaan, das in jener Zeit ägyptische Provinz ist. Damit hält er sie vom Nilland fern und gleichzeitig unter Kontrolle. Ein kluger Schachzug. Fünf große Städte gründen die neuen Vasallen im Land der Bibel. Fortan sichern sie die Nordgrenze des Pharaonenreiches. Als Gegenleistung liefert Ramses den Verbündeten regelmäßig alles Notwendige zum Leben. Die Darstellungen in Medinet Habu erzählen demnach nur die Hälfte der Geschichte, die Jahre zuvor in der Ägäis begann. Ortstermin in der antiken Sammlung in München. Dr. Dirk Lenz forscht nach Hinweisen auf weitere Siedlungsgebiete der Seevölker. Er ist davon überzeugt, dass sie nicht nur im Raum des heutigen Israel Fuß gefasst haben. In den einschlägigen Instituten folgt der Historiker der Spur bestimmter Vogeldarstellungen. Ein Fundstück weckt das besondere Interesse des Wissenschaftlers. Ein sogenannter Vogel-Askos aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Die Vogelart ist unbekannt. Ebenso, ob das Tier eine Gottheit verkörpert. Fest steht nur, das Tongefäß spielt im Kult der Mykener eine bedeutsame Rolle. Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Seevölker nach der Schlacht gegen die Ägypter nicht nur nach Palästina gewandt haben. Da wissen wir es ja, dass die Philister dort dann gesiedelt haben. Es gibt Hinweise darauf, dass sich andere Seevölkergruppen möglicherweise nach Westen in den italischen Raum gewandt haben. Dort tritt nämlich im 10. Jahrhundert, also nach der Seevölkerzeit, ein Motiv auf, das den Seevölkerschiffen sehr ähnlich ist, nämlich das Motiv der Vogelbarke. Und das könnte tatsächlich darauf hinweisen, dass sich Teile der Seevölker dann dort niedergelassen haben, im italischen Raum. Schon die Reliefs von Medinet Habu bestätigen die Vorliebe für das auffällige Motiv bei den Männern vom Meer. Die Bugstäven ihrer Schiffe gestalteten sie als Vogelköpfe. Eine markante Vorlage, die später in Süditalien häufig nachgeahmt wird. Doch der Vogel bleibt nicht das einzige Indiz für eine Ansiedlung der Seevölker im Süden Europas. Auf sie könnten die Namen von Inseln zurückgehen. Sardinien auf die Schardana, auf die Schekelesch, die Insel Sizilien. Das gilt auch für den Küstenstreifen am Ostufer des Mittelmeers, der nach dem Stamm der Peleset genannt ist, Palästina.
Mit 5 großen Städten bildeten die Peleset wahrscheinlich die größte Gruppe. Die Bibel nennt sie Philister. Sie hatten nichts dabei, außer der Erinnerung an ihre Städte, ihre Bautechnik und ihre Haushaltswaren. Sie mussten in einem anderen Land leben, aber alles sollte so sein wie dort, wo sie herkamen. Die Archäologin Professor Trude Dotan weiß sogar, wo die Heimat der Nomaden liegt. Wir haben lange gerätselt, wer sie waren. Die archäologischen Funde verraten aber, woher sie kommen, nämlich aus der Ägäis. Bisher konnten die Fachleute nur vermuten, dass die Wanderung der Seevölker im ägäischen Raum begann. Erst jüngste Funde erlaubten eine genaue Bestimmung ihrer Herkunft. Als Schlüsselfigur gilt eine weibliche Sitzstatuette, die in der Philisterhochburg Ashdod ans Licht kam. Ein Thron aus Ton mit einem langgestreckten Kopf, der aus der Lehne herauswächst. Die Reliquie stellt eine Schutzgöttin dar und kam bei religiösen Zeremonien zum Einsatz. Stets in Verbindung mit Miniaturtempeln, die bis heute Rätsel aufgeben. Dennoch halten die einzigartigen Gegenstände wertvolle Antworten bereit. Es sind die technischen Details der Tempelmodelle, die ihre westliche Herkunft verraten. Etwa die Fenstertechnik, also dass die Figuren eingerahmt sind. Die Stierköpfe sind mit Zapfen im Gehäuse befestigt und nicht einfach aufgeklebt. Eine Technik, wie sie in der Bronzezeit auf Zypern entwickelt und an Krügen angebracht wurde. Und dann sind da noch die Weihrauchschaufeln, die eigentlich wie Öllampen mit Griffen aussehen. Das ist westliche Handwerkskunst, das kennen wir aus Knossos, aus der Zeit der mykenisch-minoischen Palaststaaten. An den schmucken Mini-Tempeln hafteten Überreste von Weihrauchharz und Rußpartikeln. Naheliegend, dass die Priester sie benutzten, um darin das kostbare Räucherwerk abzubrennen. Auch als Opfergabe kommt das Gehäuse in Frage. Mit dem Geschenk erbittet der Spender das Wohlwollen und den Segen der Gottheit. Über die Verwendung der Weihestätten im Kleinformat lässt sich nur spekulieren. Handwerklich stehen sie in der westlichen Tradition. Die Gottheiten aber, die sich daran erfreuen sollten, gehören zum Pantheon des Vorderen Orient. Die Expertin sieht in der Formel ägäischer Kult für kanaanitische Götter keinen Widerspruch. Die Philister kamen aus dem Westen. In Kanaan behielten sie ihre Tradition bei. Aber sie bedienten sich auch bei der Kultur ihrer Nachbarn. Sie übernahmen, was ihnen gefiel. Das kombinierten sie mit ihren eigenen Bräuchen und schufen etwas Neues. Die Tempelmodelle aus Jaffne sind das beste Beispiel dafür. Nicht nur ihre Erfindung, auch der Umgang mit den Kultgefäßen stellt eine Besonderheit dar. Denn nach dem zeremoniellen Gebrauch deponierten die Priester sie in einer Grube, nicht weit vom Tempel entfernt. Vor wenigen Jahren bargen Archäologen die Tonarbeiten aus dem 10. Jahrhundert vor Christus. Wir fanden Tausende von Objekten. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Darunter waren allein 125 Tempelmodelle. Das ist wirklich einmalig. Nie hätte ich so etwas erwartet. In der israelischen Antikenverwaltung in Jerusalem lagern die kostbaren Stücke von Yavne in endlos vielen Kisten. Der Fund, für die Archäologen ein Durchbruch, denn er untermauert die These vom Ursprungsland der Seevölker. Ähnliche Gruben mit heiligen Gefäßen fanden Ausgräber auf der Insel Zypern, die in jener Epoche zum mykenischen Kulturraum gehörte. Zigtausend Objekte, gefertigt, geweiht, benutzt und beerdigt. Eine Massenproduktion lief an. Für jede Zeremonie stellten die Philister ein neues Modell her. Sie brauchten so viele Töpferwaren, dass sie auch kanaanitischen Handwerkern Aufträge erteilten. Nach Ansicht von Experten der Beginn eines Wissenstransfers. Ihr Know-how machte die Ex-Nomaden zu Vorreitern des Fortschritts, auch in Architektur und Verwaltung.
Um 1000 vor Christus steht die Gruppe der Seevölker für eine Entwicklung, die das gesamte Gebiet wie eine Welle erfasst. Sie sorgt für einen gemeinsamen Aufschwung, der die Unterschiede zwischen beiden Parteien langsam aber sicher verwischt. Doch der kulturelle Austausch zeigt auch Schattenseiten. Irgendwann, so die Befunde, verliert sich die Unverkennbarkeit ihres Stils. Das ist ja nichts Schlimmes. Die Philister lebten weiterhin zufrieden. Als sie zu Beginn der Eisenzeit kamen, hatten sie noch eine eigene Kultur. Die können wir gut unterscheiden. Für die meisten Archäologen waren sie damals ein Volk. Sie sind auch nicht einfach verschwunden. Sie änderten nur ihre Kultur. Ein Beispiel für den Wandel im Leben der Philister: der offene Herd in der Mitte ihrer Heiligtümer. Die ewigen Flammen bewacht ihr geflügeltes Wappentier. Der mykenische Schutzvogel schmückte nicht nur den Bugsteven der Schiffe, sondern auch die Tempelwände. Doch schon zwei Generationen später nimmt die Bedeutung der Feuerstelle allmählich ab und verschwindet schließlich völlig aus den Kultstätten. Die Einwanderer haben sich den lokalen Traditionen angepasst, ihre Eigenständigkeit verloren. Wer waren diese Philister? Sie kamen aus dem Westen, man könnte sagen, sie waren Europäer. Als sie einwanderten, provozierten sie eine Kettenreaktion. Vielleicht sogar das Entstehen des Königreichs unter David und Salomon. Wir können das nicht beweisen, aber es ist wahrscheinlich. Es ist möglich. Das Alte Testament bezeichnet die Philister als die größten Feinde Israels. Als sie um 1200 Palästina besiedeln, formieren sich die 12 israelitischen Stämme zur Gegenwehr aus Angst vor Landverlust. David auf der einen, Goliath auf der anderen Seite. Wer in Zukunft die Macht in Händen hält und als König über Israel regiert, entscheidet ein Stein. So erzählt die Bibel die Geschichte vom Kampf des Hirtenjungen gegen den bewaffneten Riesen aus der Fremde. Im Heiligen Land macht sich der israelische Archäologe Arin Meir auf die Suche nach dem historischen Goliath. Er will herausfinden, ob unter den Philistern ein Krieger dieses Namens überhaupt existierte. Ihre einstige Metropole Gat liegt unter dem Hügel Tel Es-Safi, verborgen unter meterhohem Schutt. Tel Es-Safi war die größte und bedeutendste Stadt der Philister, vermutlich sogar eine der größten Städte im gesamten Vorderen Orient. Unterhalb des Kamms auf dem ausgedehnten Areal graben die Israelis seit 8 Jahren. Inzwischen haben sie ein Wohnviertel freigelegt. In einer Schicht, die in das 10. Jahrhundert vor Christus datiert, holten die Wissenschaftler ein Kleinod aus der Erde. Ein unscheinbares Zeugnis, das für die Schilderung in der Bibel zu sprechen scheint. Im Archäologischen Institut der Bar-Ilan-Universität, unweit von Tel Aviv, lagern Tausende von Scherben aus der Grabung von Gat. Doch nur eine liefert Aufschluss. Das Fragment eines Topfes erregte in Fachkreisen Aufsehen, weil ein paar ungelenke Striche nebeneinander in die Tonscherbe eingeritzt lesbare Wörter ergeben. Für Dr. Arin Meir und sein Team ist die archaische Inschrift die langgesuchte Nadel im Heuhaufen. Eine sprachwissenschaftliche Sensation. Wir können aus dieser Inschrift zwei Namen lesen. Sie lauten Al-Wat und Walat. Es sind Namen, die sehr ähnlich klingen wie der ursprüngliche Wortstamm von Goliath. Es ist der Name Goliath. Wer dieser Goliath war, den die Tonscherbe preisgibt, kann wohl niemand mehr herausfinden. Aber sie belegt zumindest, dass im 10. Jahrhundert vor Christus ein Mann dieses Namens gelebt hat. Die Gravur beweist auch die Verschmelzung der beiden Volksstämme. Die Fremden behielten zwar ihre traditionellen Namen bei, schrieben sie aber in der Schrift ihrer Nachbarn in Kanaan, einem frühen Hebräisch.
Die Entwicklung, die sich in dieser Inschrift dokumentiert, breitet sich auf alle Bereiche der Philisterkultur aus. Wir sehen es an der Keramik. Sie gleicht sich immer mehr dem vorderen Orient an. Wir sehen es auch in der Architektur, im Kult und an den Lebensmitteln, an dem, was sie aßen. Die Menschen im Altertum nannten sie Seevölker, denn mit Schiffen waren sie über das Meer gekommen. Ihre Heimat in der Ägäis, die eine Klimaveränderung unbewohnbar gemacht hatte, ließen sie hinter sich. Sie erkämpften sich das Recht zu überleben. Und Goliath war einer ihrer Krieger. Der Riese steht für die Gewalt und Übermacht der Nomaden aus dem mykenischen Raum. Der Furchtlose führte mit David einen blutigen Wettstreit auf Leben und Tod, den er verlor. Auf die Auseinandersetzung folgte ein Austausch über die Grenzen der feindlichen Lager hinweg. Der siegreiche Held David erhob sogar Krieger des Gegners zu seiner Leibgarde. Als Kreti und Pleti sind sie bis heute Sinnbild für eine zusammengewürfelte Truppe. Die Bibel berichtet von der friedlichen Wendung zwischen den ehemaligen Rivalen. Es heißt: Und David machte sich auf und zog hin mit seinen Männern zu Achish, dem König von Gath. Die Spur der Auswanderer führt von Mykene über Troja, Ugarit und Ägypten ins Heilige Land. Dort endlich finden die Entwurzelten eine Heimat. Aus Gegnern werden Verbündete, in der Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft. Das Schicksal der Seevölker ist mehr als nur eine Fußnote in der Geschichte der Bronzezeit. Es steht für eine Epoche, in der ein Klimaumbruch die damalige Welt in ihren Grundfesten erschütterte.